welches Obst und Gemüse kann im Aquarium verfüttert, kann ich im Aquarium verfüttern und was ist zu beachten? Obst und Gemüse verfüttern, da musst du sicher sein, dass es ungespritzt ist. Ja, das ist also ganz wichtig. Ja, das ist die Grundvoraussetzung schlechthin. Ja, und ich sag mal, in der Regel ist es so, dass also unser Obst und Gemüse für die, also die meisten Sorten für Fische geeignet sind, gibt aber ein paar Ausnahmen. Ich sag mal zum Beispiel, ich meine, Avocado sollte man auf keinen Fall verfüttern. Was war denn da noch? Ja, ich habe da jetzt auch nicht so viele parat, aber ich meine, Avocado sollte man auf jeden Fall die Finger lassen. Ja, das ist auch, das vertragen auch Hunde und Katzen nicht. Ansonsten Gemüse, ja, Kohl, Möhren, du kannst auch Kräuter nehmen, Petersilie auch sogar. Und wie gesagt, Kohl, gar kein Problem. Nicht zu große Stücke, entweder vorher kurz blanchieren, also kurz aufkochen. Ja, dass also schon mal die Struktur ein bisschen zersetzt wird, also aufgelöst wird, dann gehen die schneller in Zersetzung. Das heißt, es bilden sich schneller Biofilme. Und Biofilme ist ja das, wovon sich die Garnelen und die Fische ernähren. Ja, nicht direkt von dem Kohl oder von der Möhre oder was auch immer. Es sind eher die Biofilme, die von den die Tiere anziehen zum Futter. Bei Obst wäre ich vorsichtig. Obst ist so eine Sache. Obst enthält eigentlich sehr viel Zucker. Ja, und bei Zucker, wenn du da zu viel gibst, kannst du da ganz schnell auch mal eine trübe Soße, eine trübe Brühe kriegen. Na, also bei Obst wäre ich vorsichtig. Was du aber geben kannst, sind zum Beispiel hier diese getrockneten Bananenchips, ja, aber möglichst ungezuckerte, ja, die kann man durchaus nehmen, oder überhaupt getrocknetes Obst kann man auch nehmen, wie gesagt, möglichst ungezuckertes. Ja, und wie gesagt, bei Gemüse, da kannst du alles Mögliche geben, ja, Paprika und Gurke, Zucchini, ja. Kohl, wie schon gesagt. Also da ist die Bandbreite riesig, das, was man nehmen kann. Falls jemand bisher noch nicht auf Like gedrückt haben sollte, der möchte das oder könnte das ja noch tun. Außer ihr findet, dass ich hier richtig Scheiße erzählt habe.